Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Ja, wir haben hier gerade zuletzt Sophia und ihre Leute gerettet. Und jetzt werden wir mal durch unsere freigeschaufelte Wand hier laufen. Oh, und da unten sollte ich hin. Können wir noch was lernen. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. Schon wieder unser Griechisch verbessert. Dabei konnten wir das ja schon irgendwie zuletzt auf Stufe 6 oder so. Ich glaube, ich bin richtig hier, oder? Ja. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Erreichen Sie den Turm. Finden Sie einen Weg, die Blockade zu zerstören. Dann gehen wir mal erstmal hier runter. Das sollte gehen. Was hat sie denn jetzt wieder gefunden? Granatenpfeil. Cool. Zerstören Sie die Blockade, um den Verbliebenen zu befreien. Den Verbliebenen? Oder die Verbliebenen? Okay. Hier ordentlich Reserve jetzt. Hier ist auch noch was. Ein alter Hirschtalisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Okay. Dann können wir jetzt Granatpfeile benutzen. Die brauchen wir auch für dieses optionale Grab. Das weiß ich noch. Und wo kann ich die jetzt? Wahrscheinlich da oben, ne? Ich muss mal wieder erstmal nach oben. Hier. So. Mit RB. Okay. Ja. Dann. Boom. Und nochmal. Weg von der Tür! Sehr gut. Oh. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Erreichen Sie den Turm. Jetzt können wir die wieder herstellen. Nutzen das Inventar, um Granatpfeil herzustellen. Uferanlagestelle. So. Das haben wir aber jetzt schon voll. Das sind die normalen. Wir haben ja hier jetzt mittlerweile schon die verschiedensten Dinger. Bin aber manchmal immer noch... Ah, hier haben wir die ich kann weiter da immer rumdusen, welche ich nehme. Ja, dann machen wir noch ein paar Feuerpfeile, weil davon haben wir irgendwie gar keine. Das ist gut. So. Und das sind die Granatdinger. Gut, dann belassen wir es mal bei den Granatdingern. Davon brauchen wir bestimmt noch jetzt im Moment welche. Das sieht nämlich nach Action hier aus. Können wir da oben rauf... Quatsch, hier sind wir ja durchgekommen. Nee, dann gehen wir mal. Rechts, links, unser Lager. Ah, ein Monolith. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Münzverstecke entdeckt und noch was. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Einer von ihnen ist verschwunden. Er scheint eine wichtige Person gewesen zu sein. Das war vermisst, Tagebuch des Widerstands.
Und ein neues Lager. Uferanlegestelle und wir haben Inventar-Upgrades unter anderem. Wir können Ausrüstung herstellen. Zum Beispiel Pistolenmunitionsbeutel. Kleiner Lederbeutel, der die Tragekapazität für Pistolenmunition erhöht. Oder Jägerköcher. Mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität... Ja, das machen wir mal. Das ist vielleicht mal nicht schlecht. Jetzt haben wir so viele verschiedene Pfeilarten. Kann nicht schaden. Und unsere Fähigkeiten selbstverständlich, die wir auch verbessern können. Ich bleib mal beim Kämpfer diesmal, weil wir im Moment viel wieder kämpfen. Und mach Eisenhaut, das wurde uns jetzt sehr oft schon geraten, dass wir das verbessern sollen. Gerade weil ich immer wieder doch in dieses Kreuzfeuer gerate und nicht schnell genug mich in Deckung bringe, ist das, glaube ich, ganz gut bei mir. Und dann können wir die Schrotflinte zum Beispiel verbessern. Sturmgewehr 42%. Unsere Handfeuerwaffen sind natürlich auch gut, wenn die besser werden. Standardpistole, die für schnelle Feuergeschwindigkeit gefunden. Ja, das machen wir mal. So, was haben wir denn hier? Schnellabzug. Die erhöhte Auslöseempfindlichkeit ermöglicht eine höhere Schussfrequenz. Oder erweitertes Magazin. Ein größeres Magazin ermöglicht mehr Schüsse, bevor nachgeladen werden muss. Ja, machen wir mal Schnellabzug, oder? Ja. So. Schade. Kann man noch was machen? Kann ich noch was verbessern? Nee, ne? Oh, schade. Und ein neues Outfit. Warum nicht? Wir können's ja. Kampf erprobt. Leichte Canvas-Jacke, die einen einigen Stellen. Dödel. Lara, wo bist du? Oh, das war der... Die Eisenhautfähigkeit verringert den Schaden, den sie durch Feuer und Explosionen erleiden. Das ist doch gut. Outfit-Bonus reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Das hatten wir noch nicht an. Da reichten unsere Sachen bisher nicht. Das lassen wir doch glatt mal an. Sehen wir mal voll anders aus und so. Mit unserer coolen Canvas-Jacke. So, actionreich geht's weiter. Und da unten ist noch was, was ich übersehen habe. Da an der Ecke. Hat's geleuchtet. Ich hab's gesehen. So. Ein Münzversteck ist in der Nähe. Wo denn? Hier vielleicht? Da. Nee. Hä? Es hat doch hier geleuchtet. Da waren die Pilze. Wo soll das sein? Oh Mann, oh. Dachte, ich habe das jetzt gefunden. Habe ich die Münzen jetzt schon gefunden und ausgegraben? Waren die das? Und es wurde mir zugleich angezeigt, dass ich eins in der Nähe finde? Oder das verwirrt mich hier? Ist ja auch egal. Wir waren beim Lager, es geht weiter. Hier liegt zufällig ein offenes Buch mit einem Lager. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Sprache des Landes, Überlebenskodex. Sie waren zunächst Fremde in diesem Land, aber sie geben weiter, was jede Generation lernt. Was sehr schön ist für dieses Dorf. Oh oh. Sieht gefährlich aus. Entschuldigung. Päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel
einem Erlass der Exkommunikation. Zum Beispiel, redet er weiter? Ja. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich! Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Ja. Darin sind wir, glaube ich, ganz gut. Metallbarrieren. Zerstören Sie Metallbarrieren mit Hilfe von Sprengladungen. Kann ich das jetzt mit meinem Granatding nicht machen? Reicht das? Ja, das reicht. Oh oh. Oh oh. Nein! Ragnar! Ihr beschießt mich doch auch. Ah, immer dasselbe. So. Diesmal laufe ich mal ein bisschen rum. Wer schießt denn hier jetzt noch? Ich weiß gar nicht wo. Vielleicht klingt das auch nur so. Keine Ahnung, wo der ist. Ist da oben irgendjemand? Ich sehe gar keinen gerade. Ich höre nur was, aber... Passt schon. Metallbarrieren, ja. Ich muss ja erstmal diese Dinger wieder herstellen. Vielleicht sollte ich auch weiter weggehen dabei. So, noch leicht ungeübt. Habe ich sie jetzt alle? Und habe ich alles mitgenommen? Sind meine ganzen Freunde. Oh, immer wenn ich schieße, habe ich keine Pfeile mehr. Es regt mich voll auf. Hallo. Mein Gott. Stell doch mal endlich was her. Da oben. Jawohl. Na, der hängt ja auch schön da oben. Da komme ich ja wunderbar ran. Yeah.
danke, dass du mir direkt vor die Füße gerollt bist. Wo sind die? Shit. Ich bin voll reingerannt. Heil dich, heil dich, heil dich. Kannst du das? Habe ich noch irgendwas entdeckt? Sind die weg? Nee, da ist noch einer. Komm ich an den ran? Komm, dich mache ich so platt. Sehr schön. Axtexekution. Lara is further. Oh, hier hätte ich auch gut gegenschießen können. Ich sehe das von da hinten ja auch immer nie. Okay. Hallo? Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier! Geschafft! Lara, bist du da? Rettungsmission. Besiegen Sie die Trinity-Truppen. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt! Haltet durch! Schon unterwegs! Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Gefährliche Mission, Tagebuch des Widerstands. Sie müssen große Risiken eingehen, nur um an das Notwendigste zu kommen. Diese Leute sind durch Entbehrung gestählt. Und noch mehr Münzen. Ja. Ich habe mich immer nur so ein bisschen langsam vorangetraut. Ich echt einfach nicht wusste jetzt, was als nächstes passiert und ich zuletzt so oft gestorben bin. Und wir haben ein Waffen-Upgrade. Das ist schön. Mache ich mal diesmal die Schrotflinte. Unsere Pumpgun. Unsere Pumpgun, nicht unsere Schrotflinte, genau. Maßgefertigter Übergangskonus. Ein Übergangskonus erzeugt konzentriertere Schussmuster und bewirkt erhöhten Schaden. Anwendbar bei allen Schrotflinten. Okay. Unsere Pumpgun ist besser. Die ich merkwürdigerweise selbst in so einem Gefecht kaum genutzt habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Denn Hauptsache man kommt durch. Und gegen paar Nahkampfangriff habe ich auch nichts. Ach du Scheiße. Komm raus. Es gibt's nicht. Krieg ich den jetzt mal? Ja, nur du und ich. Gleich nur noch ich. Komm. Na? Noch jemand? Wie viele kommen denn da noch? In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer.
Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Das war die Trauer, die Tage danach. Als die Stadt Kitesh fiel, mussten die Einwohner ohne den Propheten zurechtkommen. Und das, obwohl sie alles in seinem Namen machen. Oder so. Sehr actionreich hier übrigens. Nein, oh nein. Ja, komm. Ach, den hatte ich schon. Okay, gut. Ich wusste jetzt nicht, ob ich ihn schon hatte. Kann ich davon noch was nehmen? Ja. Dann bau noch mal irgendwie was Neues, wenn du kannst. Neue Muni. Okay. Okay. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier.